Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play von der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Nach einer längeren Pause geht's weiter. Die Gründe stehen natürlich auf YouTube. Ich bin aber natürlich ein bisschen früher schon zurück als geplant, deswegen versorge ich jetzt schon mit frischen Videos. Wie man schon gesehen hat, die gute Kampagne haben wir durchgespielt. Und jetzt ist natürlich die böse Kampagne drin. Wir spielen auf Mittel. Aber bevor ich auf Mittel klicke, wegen der Cutscene, sage ich erstmal vorab, ich werde zur Aufnahme etwas mal anders machen. Ich werde wie üblich voraus aufnehmen. Nur ich werde die einzelnen Missionen aufteilen. Wenn ich mit der ersten Mission fertig bin, danach das die Cutscene in dem Fenster bin, wo ich die nächste Mission betreten kann, gibt es einen kleinen Schnitt. Und in dem Moment schicke ich schon mal das erste Video zum Rendern und ja. Ich hoffe, die Einstellungen sind jetzt korrekt, da ich das alles nochmal neu einstellen muss, da ich kleine Probleme hatte. Und ja, fangen wir mal an. Das Ende des dritten Zeitalters. Mittelerde steht am Rande des Abgrunds. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Kennen wir vom guten Let's Play, also von der guten Kampagne, zumindest. Trotzdem habe ich es mit eingespielt, gehört dazu. Das lassen wir erstmal schön laden. Was ein Märchen dauert. Der dunkle Herrscher Sauron weitet seinen Einfluss über ganz Mittelerde aus. Orks steigen aus dem Nebelgebirge herab. Eine gewaltige Armee hat Dol Guldur die dunkle Festung in Düsterwald verlassen. Der Krieg im Norden beginnt in Lothlorien. Dort versucht der Herr von Dol Guldur, die Elben der nahegelegenen Wälder zu zerschmettern. Haben wir den Angriff auf Lorien vorbereitet. Die Elben haben unsere Armeen lange genug zum Narren gehalten. Doch das hat heute ein Ende. Wir müssen eine Armee ausheben, bevor wir die Elbenstadt angreifen. Arbeiter! Zuerst muss uns ein Baumeister eine Höhle bauen. Ihr habt viel zu tun. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh, es ist wieder ein kleines zu tun, wieder zu beginnen. Ich weiß nicht anders kennen.
Fähigkeitenmenü gehen wir jetzt noch nicht. Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht ganz recht erinnern, ob da jetzt noch was kam, ob die eine bestimmte Fähigkeit haben oder nicht. Ich werde es ja gleich sehen. Arbeiter! Ja, wir haben Kainaskul und Sau und Mund. Ah ja! Die Ork-Höhle ist fertig! Und arbeitet an Bilde Soldaten für unseren Angriff auf Lorien aus! Machen wir mal, was diese mysteriöse Stimme sagt. Ich sage mal, Ork-Stimme. Ich bin der Bote. Naja, es ist nicht so spannend, weil man ziemlich eingeschränkt ist in der Spielweise. Aber naja, was will man machen? Noch mehr Ork-Krieger! Das ist halt so eine kleine Einfalt. Die Orks sind bereit! Unsere Gänge bringen uns Rohstoffe. Je mehr Gänge, desto größer unsere Reichtümer. Mal schauen. Wir brauchen einen zweiten Gang, damit wir das Land erobern können! Ja, eure scheiß Gänge. Ja, mal schauen, ob ich. Haltet euer Werkzeug bereit! Und ist ja geplant, dass ich zwei Missionen mache. Ihr wisst, was zu tun ist, mehr! Und das dann als Aufnahme nehmen. Arbeiter! Unsere Bogenschützen sind bereit! Baut! Ist diese Einführung ist ja nicht gerade wirklich spannend. Ich weiß nicht, wie lange ich für die brauchen werde. Ob ich da vielleicht eine Ausnahme machen und eine dritte Mission anhänge. Das alles zu seiner Zeit. Ich werde dann überlegen. Und ja, wenn dann die nächsten vier Missionen durch sind, sprich dann zwei Aufnahmen. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Ja, bring unsere Truppen durch die Gänge nach Lorien. Schnell! Bring unsere Truppen erst in den Gang und wähl einen anderen Gang, aus dem sie wieder rauskommen. Also müssen wir jetzt halt jetzt gerade... Macht, was euch befohlen wird! Ja. Kann ich mich ja nur auf das eine konzentrieren. Ihr wird nicht gefaulet! Mach dich nützlich! Wir bringen die schon etwas runter. Angriffsposition. Höhlentrolle sind mächtige Bestien. Nicht einmal Gebäude halten ihnen stand. Wir brauchen sie, um die Elbenstadt zu vernichten. Ein Hinterhalt! Die Elben greifen von den Bäumen aus an. Ein Gebäude fertiggestellt. Wir brauchen eine Kluft. Nur dort können wir Höhlentrolle beschwören. Macht, was euch befohlen wird! Sie greifen uns an! Baut! Arbeitet an eurer Einstellung! Naja... Macht dich nützlich! Wir werden dann fertig! Kontrolle, dann geht ja die Welt nicht runter. Wir müssen dunkle Mächte beschwören, um das Kriegsglück zu wenden. Setz einen Zauber gegen unsere Feinde ein! Ja... Setzt über den Fluss! Und vernichtet ihre geliebten Häuser und Bäume. Oh ja, Mann. Die Schätzen sind bereit. Noch mehr Ork-Krieger. Jetzt hab ich's gut. Gut gemacht. Die Kluft ist fertig. So. Von mir rein spricht, wir haben einen riesigen Baum an Fähigkeiten. Ich denke mal, das sind mehr als beim Guten. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, jetzt haben wir jetzt zur Auswahl Fledermäuse, Lüfte den Nebel und ertötet getarnt Einheiten. Gegner versuchen deutlich weniger Schaden und haben deutlich weniger Rüstung. Links auf das Symbol und anschließend auf ein passendes Gebiet. Es ist praktisch als Erkunder, aber für den Beginn würde ich das jetzt nicht so schätzen. Kriegsgesang. Die gewählten Verbündeten verursachen plus 50% Schaden und erhalten plus 50% Rüstung. Das gleiche halt... Links liegen bla 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 und wird nicht addiert. Also, es wird sich mit anderen Bonus nicht addieren. Es ist für den Anfang nicht schlecht. Verfluchtes Land verdirbt einen Landstrich. Alle verbündeten Einheiten versuchen plus 50% Schaden und erhalten plus 50% Rüstungen.
das gleiche wie beim Schrei, hat bloß ein größeres Gebiet. Und plündern Rohstoffe für besiegte Gegner. Das ist eine richtig starke Fähigkeit. Die nehmen wir. Und da die passiv ist, läuft sie immer. Und ja. Aber bevor wir die Höhlentrolle rufen, müssen wir die Kluft verbessern. Da ich sie eh nicht prüfen kann. Wir haben eine neue Kluft erschaffen. Halt schon zu viele Soldaten und so. Wir haben viel zu tun. Es kommt davon, dass ich nicht warten kann. Egal. Haben sie Pech gehabt. Müssen sie warten, bis irgendwelche Orks sterben. Da gibt es kein Jammer. Nee, halt ja. Halt ausgezeichnet. Wir haben die Kluft verbessert. Ja. Ihr werdet dieses Land nicht besudeln. Flieht oder sterbt. Jetzt können wir endlich Höhlentrolle beschwören. Das wird vielleicht Wer ist dieser Elb? So viel Mut muss bestraft werden. Vernichtet ihn. Ja, jede Minute eine. Fünf Rohstoffe. Das ist eigentlich schlecht. Auf die Masse ist das wirklich eine schöne Quelle. Ich glaube, je nach Einheit variiert die Menge. Das weiß ich aber nicht. Zerstört genau. Die Elbenbaumhäuser. Das werden wir sehen. Elben, an die Waffen! Der Feind ist hier! Jetzt rennt er erstmal weg, wenn ich dran greife. Der ist ja leider nicht da. Naja. Ja! Füll ihre Bäume! Dann können sie sich nicht mehr verstecken! Ja, auf der Map gibt's auch. Trolle. Die Festung Lorien, einen Riesengefahr aus Galador. Befreit ihn und er wird die Elben zerschmettern. Und so hat man eine Cutscene und eine Aufgabenstellung in einem, in der man einfach nicht abwartet. Lorien wird nicht kampflos aufgeben! Ruf die Höhlentrolle aus der Kluft! Ja, es ist zu spät! Der Riese ist frei! Ja, schon das Wurst mit zwei. Die bekommt dann die Höllenfratze. Sprich. Schwächt die Gegner um einiges. Das ist natürlich praktisch, nicht so, oder? Jedenfalls geht's jetzt erstmal weiter. Oh, ich kann meine Einheiten bauen, sehe ich gerade. Da hole ich mir doch gleich mal für solche schönen Trolle. Ja, jetzt eben. Sieht, der Riese hat eine riesengroße Reichweite. Und ja, verlasst diesen Ort, oder er wird euer aller Grab sein! Gegen Verbände bzw. langsame Beute nicht sinnvoll. Da die Normaleinheiten viel zu schnell. Bau noch einen Gang am anderen. Der Höhlentroll ist bereit, damit unsere Truppen schneller in Lorien einfallen können. Dafür haben wir uns. Wir müssen unsere Festung verteidigen, um den Sieg davon zu tragen. Bau auf den Bauplätzen rund um unsere Festung mehrere Verteidigungen. Und die Trolle, diese Riesen, die dann ohne Probleme über Steine treiben.